Es geht weiter. 3,6 Tonnen Supersport hier in der Bühldorf Arena. Erster Starter, Yellow Thunder. Nicht so wirklich weg vom Start. Sieht nach Kondensproblem, dass die Supersportklasse benötigt. Theoretisch also ist alles drin für Uschi. Aber Theorie, Arena, die wollen dich ja auch alle hören. Oder? Was sagt ihr zum Hörsti heute? Er ist gut drauf, oder? Ja, das ist er. Die wollen dich schon hören, hörst du. Okay. Und die verstehen dich auch alle ganz gut. Und das die Sponsoren, ist cool. Die verpacken wir natürlich gleich auch noch. Genau. Aber jetzt erst einmal die Premiere von Black Madness. Er macht sich startbereit. Er kommt, wie gesagt, aus dem Süden der Republik. In der Nähe von Augsburg sind sie zu Hause, haben den Traktor im letzten Winter gekauft, vom Team Lindemann aus Schleswig-Holstein in den Süden gebracht. Und jetzt erstmals Ralf Kuhn und seine Kollegen vor dem Bremswagen aktiv mit knapp 1000 Wettkampf-PS. Der Traktor wurde noch ein bisschen umgebaut und modifiziert. Er lief unter den Namen Black Gold, da war er sehr gut unterwegs, aber wurde nur sporadisch eingesetzt vom Team Lindemann. War so das dritte Pferd im Stall und wurde immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, und jetzt soll er angreifen für die Jungs aus Süddeutschland. Der nächste Traktor mit bayerischer Flagge. Und der nächste, der aus dem Norden in den Süden gewandert ist. Oh, da sind schon einige runtergegangen und da entwickelt sich richtig was. Feuerwehr ist schon am Start, alles gut? Es knallt einmal, es zischt einmal, es geht ein Raunen durch die Arena. Sicherheitshalber rückt die Feuerwehr aus, aber Hopi ist entspannt. Das ist so katastrophal. Mit den Red Evolution Jungs zusammen, Janosch Scheuwitz. Es ist sein Traktor, Duke of Deer. Alter, Falter, das ist aber ewig nicht gesehen. Die auch die Firma so beherbergt.
Deshalb diese markante gelbe Farbe vom Team Sievers. Jetzt kommt er auf uns zu. Das V geht gleich an. Da ist es. Auf geht's. Auf Victory. Kein optimaler Start. Kein optimaler Start. Der Puls am Start. Unbedingt zur Waage. War noch keiner bei der Waage. Prostons, schnell zur Waage. Cobra XL. Mit neuen Namen, der Red Devil nach Australien verkauft und wir freuen uns jetzt auf den neuen Red Devil mit dem alten Fahrer. Der Bull wieder ab. Liebes Publikum, wo ist der Applaus für die Jungs? Aus der Nähe von das ist momentan die Bestweite. Geht da noch was? Kann er was drauflegen? Steiger in der Pulling-Szene in der Supersport 3,6 Tonnen aus dem Süden der Republik. Vielen Dank.
da schaukelt er sich auf. Bitter, 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 bitter. Das ist so ärgerlich, dieses Aufschauen. Geht schon mal zur Bestmarke. Komm mal noch ein bisschen mit. Kannst noch 2 Meter nach oben. So, jetzt geht's los. Grüne Flagge für Cobra XL. Dasselbe Phänomen wie bei Black Magic. 99 Meter müssen es werden. Dafür müsste er ruhig bleiben. Dafür dürfte er sich nicht aufschaukeln, der Traktor. Es soll nicht sein, liebe Leute. Das gibt's nicht. Red Devil, auf geht's! Ist es die 2 oder ist es die 3 oder ist es die 4?